beautiful day. Good morning. Morning, everyone. Ladies and gentlemen. Weißt du, was wir auch machen sollten? Gibt's irgendwie... Ja, warte, lauf mal nicht weg. Ich habe hier noch was für dich. Das wolltest du unbedingt haben. Das wollte ich unbedingt haben. Ich habe ein volles Inventar. Dafür kann ich auch nichts. Nimm dir mal bitte und pack die unten in die Kiste. Ich lass die da jetzt liegen. Nee, du packst jetzt bitte unten in die Kiste. Ich pack die unten in die Kiste. Ich gehe die Pflanzen. Warum soll ich die in die Kiste packen? Oder so. Warum ist denn eigentlich Drowny an Land? Keine Ahnung. Hat sich verfahren oder so. Gibt's die Möglichkeit... Wo war ich denn gerade geistig? Gibt's die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel auch einfach eine Kiste fertig mache, dass das alles durchgeschmolzen werden soll, weil ich einfach keinen Bock habe, das alles einzeln zu machen? Das weiß ich nicht. Perfekt. Ich habe übrigens 2 Smaragde, wir können richtig beschissenen Tausch eingehen. So, die 4 Kisten nehmen wir mit. Ich habe einen Komposter. Grüner Farbstoff, Tintenbeutel, Schießpulver, rohes Kaninchen. So, das lassen wir mal im Inventar. Jetzt müssen wir uns aber entscheiden, wie wir unser Lager bauen wollen. Also aus welchem Rohstoff. Worauf hast du Bock? Entweder nehmen wir das richtig geile Holz, weil das finde ich auch mega. Ich finde Holz, die Hälfte ist schon wieder nachgewachsen, schön. Ich finde Holz bei einem Lager ziemlich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas wie Brand und so weiter gibt. Dann wird es halt echt kacke. Kann eigentlich nicht brennen, außer du zündest es wissentlich an. Ja, dann sollten wir das richtig geile Holz nehmen. Ist denn das fertig gewachsen? Gibt es da irgendwie optisch was zu sehen? Rote Beete ist klar, die Kartoffeln sind scheinbar auch fertig. Aber das Weizen, was ist mit diesem Weizen? Wenn das so aussieht wie Weizen, dann ist es fertig gewachsen. Und du gehst mal auf den Sack. Ja, jetzt bekommen wir doch ganz gut Samen, oder? Oh. Mehr Samen, als wir brauchen. Mach denn die dumme Stimme hier, Alter. Geh doch nach Hause. Ich sollte nochmal unser Feld dann nach hinten vergrößern. Könnten wir. Können wir irgendwas übers Wasser drüber legen, so dass es noch da ist, aber nicht die ganze Zeit reinfällt? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Frage ich dich. Weil du mehr Minecraft-Know-how hast als ich. Naja, auch nicht viel mehr, ne? Ich versuche ja nur logisch ranzugehen. Also, dass mal wie so ein Netz drüber hängt, oder? Hä, wir haben 9 TNT, wo hast du die her? Aus dem Tempel. Die ganze Bude mit TNT unten voll geböllert? 3x3 war das Ding. Krass. Habe ich noch Cobblestone? Hier sind noch Nemos. Ich mach mal noch ein bisschen Bäume weg. A, weil ich gerade Holz brauche. Und die B. Die wollte ich eigentlich haben. Was, Nemos? Nee, Nemos will ich nicht haben. Ich habe doch den einen gefangenen Fisch. Kann man da jetzt irgendwie ein Aquarium hinbasteln? Aber das Glas sieht so kacke aus, ne? Das Glas sieht richtig scheiße aus. Keine Ahnung, das ist hier sowieso chaotische Lagerung vom Feinsten, was wir hier haben. Ja, deswegen will ich ja das Lager möglichst zeitnah anfangen. Also ich kann mir vorstellen, wenn es ein automatisches Lagersystem gibt, was angeblich der Fall sein soll, kann man ja schon mal, wie es dann am Ende aussieht, sind dann wahrscheinlich einfach Kisten, die vorne sind. Und das hinten kann man ja im Nachhinein immer noch machen. Weißt du wie? Ja, ja. Ja, du hast eine Startkiste, wo du alles reinschmeißt. Und dann hast du so einen Riesen... Ja, das so hätte ich es ja gern. So einen riesen Lagerraum, wo du aus den Kisten das rausnehmen kannst. Genau. Das funktioniert irgendwie über Wasser und Trichter, keine Ahnung, glaube ich. Irgendwie so. Ja, dann werde ich mir mal ein Tutorial angucken. Üne Tutorial. So. Und statt dann die Felder weiter breit zu machen, würde ich nach hinten ziehen.
Ich glaube, ein Kürbis ist gewachsen. Nice. Ja, der erste Kürbis ist da. Perfection. Und dann kann man eigentlich wie so kleine Laternen ins Wasser setzen. Dann denke ich, sind die besser beleuchtet und wachsen vielleicht besser. Macht das Sinn? Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Macht man so, so macht man das. Und mal abfallen, dass wir dann keine Creeper und so einen Müll drauf bekommen. Ich kann so Minecraft Basics hier vergessen. Oh, ich hatte sie nie drauf. So. Wenn man die Erde abbaut, ne, ist die doch Grasschicht quasi weg. Wächst sie automatisch nach, egal wo es ist, oder muss das mit Gras verbunden sein? Nee, nee, es wächst automatisch nach. So. Ich mach hier Akazien. Tree Saplings. Scheiße, wo hab ich die denn reingeschmissen? Oh. Oh, jetzt ist hier Koda und ich habe keine Spitzhacke mehr. Machen wir uns fix eine. Mist, wo hab ich denn die Setzlinge hingeschmissen? Ja, die brauchen ein Feld extra. Der Kürbis war auf einem extra Feld. Okay. So, zack. Weiß nicht mal, wo ich die Setzlinge hingepackt habe. Die habe ich dir gegeben, ne? Ja, aber die hast du dann wieder mitgenommen. Habe ich? Nee, habe ich nicht. Hast du die oben despawnen lassen? Keine Ahnung. Hast du sie mitgenommen? So. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn es ein automatisches Lagersystem gibt, ne, müsste es doch auch eine automatische Farm geben. Ja, gibt's auch. Warum machen wir nicht sowas? Weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das für Weizen funktioniert, aber... Ich hätte schon gern alles irgendwie automatisiert. Weil gerade fürs Hardcore-Projekt, wenn ich die Scheiße dann alleine machen muss, ne? Habe ich keinen Bock, jede Kacke alleine abzufarmen. Das halte ich im Kopf nicht aus. Will mich dann hinstellen, irgendwie einen Knopf drücken, oder es passiert ganz automatisch, dass ich gar nichts machen muss. Dann läuft das Ding. Weißt du wie? Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Du möchtest so wenig Aufwand wie möglich damit haben. Das ist korrekt. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn wir die Farm weiter nach hinten ziehen, gerade rote Beete und so weiter, dass wenn wir dann hier so einen Weg an der Seite lang machen, weißt du, zu unserem Haus, dass wir einfach mal einen ordentlichen Weg haben, vielleicht auch beleuchtet und links und rechts Kakteen, dass wir halt einfach nicht mehr auf die Monster achten müssen. Ja. Sieht das bestimmt schön aus, wenn ein Kartoffelfeld und ein Weizenfeld ist. Muss ja nicht die Endlösung sein zum sein. Hier, jetzt mal angenommen. Zack. Ich kann ja mal den Weg weitersetzen. So. Ich kann mir das vorstellen. Aber wo ich die Saplings gelassen habe, keine Ahnung. Frag mich nicht. Jetzt hier so lange. Gucken. Ich kann auch eine Schaufel nehmen. So. Wie viel waren das? 6 Stück oder was waren das? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das Gras wächst sofort nach, wenn es irgendwie gescheuert gemacht. Oben in die Truhe geschmissen. Da hat jemand direkt aufs Feld zu, ist ohne ganz geil. Jetzt müssen wir machen. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Bist du sicher, dass du die nicht im Inventar hast? Ja, ich bin mir sehr sicher, dass ich die nicht im Inventar habe. Scheiße. Hi Schaf, du bist voll im Weg. So, dann hätten wir jetzt hier erstmal einen schönen Weg.
zu unserer Mine. Können wir auch zubauen. Die großen können wir nutzen. Dass wir hier einfach mal wirklich ein bisschen Ordnung reinkommen. Einfach beautiful. Na, dann geht der Weg wie auch immer hierher. Jetzt hierher. Jetzt hier hoch. Jetzt vielleicht noch eins hoch. Ich glaube, die sind wirklich despawned. Oh nee, passt da. Kannst du denn mit mir machen? Weißt du, was mich schon die ganze Zeit aufregt? Scheiß Deckenhöhe. Ich brauche eh Cobblestone deswegen. Sag mir, wenn ich hochkommen soll zum Schlafen. Ja, sag ich Bescheid. Action. So, dann muss ich mir nicht jedes Mal diesen Scheißkopf anrennen. Siehst du, und parallel finde ich noch Eisen. Die sind wirklich weg. Ja, wir wissen ja theoretisch, wo es ist. So. Hier unten backt das übelst komisch rum. So. Die Mine. So mag ich es doch. Dann macht man das einen kleinen Weg Richtung Haus, dann sieht das alles vielleicht auch mal schön aus. Links und rechts dann schöne Kakteen. Hinter dir ist ein Baby-Zombie. Der ist auf dich fokussiert. Der hält mehr aus als ein Zombie, hä? Ich glaube genauso viel. Ein robustes Scheißvieh. Komm, wir gehen mal schlafen. Ich hab uns die Türen hingesetzt. Besten Türen überhaupt. Hast du noch zweimal Kobbel? Ja. Möchtest du das hier noch drüber setzen? Nein. Gut, doch. Alles gut, warte. Kann ich wieder mehr Kobbel mitnehmen? Vielleicht hast du auch sechsmal Kobbel. Was ist denn, wenn ich... Weil so kann ich jetzt an der Seite dran vorbeigucken. Ja, weil das sollte das Zeug hier auch gar nicht hin. Mach die Türen weg. Das sollte jetzt... Mach mal die Türen weg. Dabei sind die voll cool, die Türen. So, zack. Sollte ja auch so sein. Und jetzt das noch weg. Willst du mich gerade verarschen? Hast du das gerade da hingesetzt? Nee, das hast du da hingesetzt. So. Das ist ein Mineingang. Der braucht keine Türen. Okay. Wenn du die Ausgeburten der Hölle in deinem Vorgarten haben möchtest. Nee, wir leuchten es ja schön aus. Ich mache hier einen richtig schönen Weg. Vertrau mir. Hab vollstes Vertrauen zu dir. Hier ist ein Creeper-Bonsai. Bei uns? Putze. Bei welcher Putze? Jetzt ist er nicht mehr da. Ich dachte, bevor wir schlafen gehen. Oh, da sitzt ein Creeper in unserem Boot. Jo. Wir haben 27 Dias. Wofür sind denn diese Schilder her gut? Namensschild. Kann ich einem Creeper Name geben? Emil und. Er stirbt dann als Emil. Wenn es dein Haustier Creeper ist, gute Nacht. Boah, da hab ich auch Bock drauf. Quasi so eine. So.